Hallo! Spieletastische Grüße und herzlich willkommen zu unserem nächsten Neuheiten-Video. Diesmal mit Kira, Kira. Ja, Great Western Trail haben wir das letzte Mal als Giveaway drin gehabt und das bekommt Andrea Hashtag Brettplayerin. Oder Brettplayerin. Brettplayerin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, genau. Schick uns doch bitte eine E-Mail an service@spieletastisch.de mit deiner Adresse und wir schicken dir das Great Western Trail zu. Du hattest übrigens getippt auf Dorfromantik und Planet Anno und völlig sagt nichts. Die Kira ist großer Planet Anno. Ja, also das war, glaube ich, so ein bisschen so der Standard-Tipp, glaube ich. Ja. Also das haben ganz, ganz viele reingeschrieben. Also Challengers war auch noch mit drin, aber ich glaube, ja. Genau, so im Großen und Ganzen waren das so die Tipps. Ja, aber Kira, irgendjemand hat reingeschrieben, dass Planet Unknown vielleicht zu schwer ist für Kennerspiel des Jahres. Ich bin schockiert. Jawohl, ja. Ja, also das soll übrigens demnächst auch wieder kommen. Also ich glaube, das ist schon, wird demnächst wieder in die Auslieferung gehen und dann können wir noch viel, viel mehr Leute glücklich machen. Also ich glaube, das ist wirklich so von dem, was ich so bisher erlebt habe. Also ich glaube, das ist sogar extremer, was Vorbestellungen betrifft, wie Arche Nova damals. Aber da waren wir ja auch noch jung und klein und unerfahren und insofern kann man es vielleicht auch nicht ganz vergleichen, aber jetzt gerade aktuell wirklich, wirklich extrem, ja. Und wird dann auch bald losgehen. So, und dann denke ich, fangen wir einfach mal an. Ja, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Naja, wir nehmen einfach mal ein paar Erweiterungen. Ich nehme einfach mal das Große hier runter, damit wir hier ein bisschen Platz bekommen auf der Liste. Also, Massive Darkness 2 Himmelssturm ist eine Kampagnenerweiterung. Dazu gibt es diverse Gegnererweiterungen. Ich glaube, das sind hier die Höllenpforte und das Feenvolk. Richtig? Ja, Höllenpforte gibt's, Feenvolk gibt's, Barden und Tüftler habe ich gesehen. Genau, Helden und Monster sind das. Und das und sind irgendwo auch ist doch der Metallengel. Wo ist denn der Metallengel? Den Titel fand ich so schön. Den hat er vergessen. Haben wir nicht. Ja. Gab's vielleicht schon kurzzeitig nicht mehr, vielleicht gibt's den jetzt auch wieder. Auf jeden Fall haben wir für das tolle Spiel alle Erweiterungen. Yeah. Und warum ist das tolle Spiel? Naja, weil es besser als Zombieside ist. Besseres Zombieside. Endlich ein Dungeon Crawler, der Spaß macht. Hier ist der Metallengel drin. Ja. Hier, Barden und Tüftler gegen den Metallengel. So. Ich denke, das waren noch bloß 5. Genau, also jedenfalls eine Menge Nachschub für Massive Darkness 2 und läuft eigentlich auch mal ganz gut. Und wie gesagt, unsere erste Anlieferung war schon mal wieder draußen und jetzt ist wieder Nachschub entsprechend da. Pack ich das schon mal weg. Genau, pack das schon mal weg. Wir haben noch ein paar mehr Erweiterungen, die wir jetzt einfach mal der Reihe nach in die Kamera halten. Spirit Island, Nation, Schottland, Szenarien und Kartenerweiterungen als kleine Promo sozusagen. Also ist einfach wieder so ein bisschen Nachschub für die Spirit Island Fans, die alle schon gesehen und mehrfach durchgespielt haben. Kennst du auch welche? Liebe Grüße ans Refugium. So, dann haben wir noch eine Solo-Erweiterung, und zwar zu Warp's Edge, auf Englisch allerdings, die Anomalie-Erweiterung. Hast du schon mal Warp's Edge gespielt? Nein, tatsächlich. Bist du ein Solo-Spieler? Bei Roll and Rides habe ich schon Solo gespielt, aber so einzelnes Solo-Spiel glaube ich nicht. Okay, ja, ich glaube, ich habe Spirit Island schon mal Solo gespielt, einfach mal, um mir die Regeln anzuschauen. Aber ich bin sonst auch nicht der große Solo-Spieler. Neue Herausforderungskarten für jedes Mutterschiff für erhöhten Schwierigkeiten. Ach, ist das, wo die ganzen Schiffe von oben... Ja, genau, das ist ja so ein bisschen wie die Space Invaders-Dingens, genau. Und ab 10 Jahren 30 bis 45 Minuten Spieldauer gibt es jetzt einfach zumindest auf Englisch schon mal Nachschub. Und das auch nur ganz kurz, also der Unterhändler gibt es ja X Erweiterungen und wir haben ja neulich mal mit dem Grundspiel angefangen und jetzt haben wir einfach noch ein paar mehr Erweiterungen. Ich schiebe es einfach mal bloß kurz durch, da wird es immer im Laufe der Zeit immer mehr und immer mehr geben. Ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was der Unterhändler angeht, meldet euch, schreibt eine E-Mail, die Birgit freut sich. Genau. Und die leitet alles an die Kira weiter. Wieder eine E-Mail für die Kira.
Ich freue mich, solange ich auch mal Spiele kenne, die ich sonst nicht kenne. Genau. Jetzt kommt was, worauf ich mich gefreut habe. Das habe ich bei Thomas bei der Board Game Studio gesehen. Die haben das auf der Messe in Nürnberg gespielt. Habe ich es richtig in der Hand? Freust du dich auf das? Ja. Okay. Im Namen des Volkes, die ersten drei Fälle sind erschienen. Nämlich das die tödlichen Goldfische, der höllische Fährmann und das vergiftete Weinfest. Sind Spiele alle für 2 bis 12 Spieler, 45 Minuten Spieldauer ab 12 Jahren. Also das Ganze ist wohl so, also sind wohl Geschworene in der Gerichtsverhandlung. Und muss irgendwie Beweise sichten und die Zeugenaussagen sichten. Aber was dann genau passiert, weißt du mehr? Nee, wissen wir auch nicht. Also du hast halt recht. Entweder hast du sie freigesprochen und zu Recht oder du hast sie beschuldigt und zu Recht. Aber wie die Fälle ausgehen, weiß ich ja noch nicht. Deshalb bin ich ja so gespannt. Ist mal was anderes. Nicht nur Detective-Abenteuer, sondern tatsächlich Gerichtsverhandlung. Ich weiß ja schon, was wir am Freitag spielen. Ja, also es klingt auf jeden Fall spannend, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass du das weißt. Hat eigentlich auch noch keine Wertung aktuell auf Sport hingegen. Nee. Schade. Also ich glaube, der Thomas war auch ganz begeistert. Dafür hat das nächste eine Wertung, allerdings auch nur mit sehr wenigen Stimmen, aber immerhin 8,4 als Wertung, aber auch noch keine Komplexität. Es ist eine holländisch-englische Version, allerdings gibt es deutsche Spielregeln zum Runterladen. Also das heißt, die kann man sich, hab ich mir auch vorhin angeschaut, also die kann man sich tatsächlich dort runterladen auf der Seite von Jolly Dutch Production. Ist ein Kartenspiel oder ein Legespiel, kann man sagen, für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren und 50 bis 30 Minuten Spieldauer. Also es sind wohl so 4 Königreiche in den Wolken, wo dann so mit so Bohnen ranken. Ja, das hat mich an das Märchen mit der Bohnenranke erinnert. Ja, genau. Und da muss man halt einfach so, es sind so Bogen und die muss man dann verbinden mit den Bohnenranken. Und das heißt, man kann dann halt einfach, also es zieht dann halt Blättkarten und legt entsprechend an und dann kann man auch wieder Ranken durchtrennen und so. Also es ist wohl auch ein bisschen ein fieses Spiel, was das angeht. Und dabei habe ich zuerst an Melli von den Spiele-Dinos gedacht, weil die ja so die Plättchenlegespiele mit schönem Artwork so mag und Pflanzenthema. Aber wenn es dann fies zur Sache geht, weiß ich nicht, ob ich es empfehlen kann. Wieso? Ja, die mag doch nicht so fies. Ach so, ja, es ist auch nicht so fies. Es ist halt ein nur ein bisschen fies, ja. Dann probiert's aus. Kira, Quizfrage. Welche Info hat der Sascha jetzt noch nicht gegeben? Er hat den Schwierigkeitsgrad noch nicht gegeben. Falsch. Tudum. Den Namen. Cloudy Kingdom. So, dann endlich. Ja. Echo Coral Reef ist da. Also, warum endlich ist, ich hatte das irgendwann mal schon, das ist Monate her, dass ich das mal vorbestellt habe. Und eigentlich nur deswegen, ich habe das Spiel natürlich nie gespielt bis jetzt. Und ich weiß, es ist quasi so ein abstraktes Blättchenlegespiel. Also gibt es ja fast keine davon. Ja, aber zeig mal die Rückseite, das sieht echt hübsch aus. Für 2 bis 4 Spieler, 30 bis 60 Minuten Spieldauer und ab 14. Also das ist wohl wirklich so recht herausfordernd. Also es gibt dann so, ist halt so ein Korallenriff, was man hier aufbaut und auslegt und man kriegt dann halt Punkte für komplettierte Korallen und dann hat man eben auch so Aufgaben oder Missionen, die man halt erfüllen muss und wenn man das schafft, gibt es eben auch nochmal Bonuspunkte dafür und andererseits muss man halt auch natürlich auch schauen, dass man den Gegnern möglichst seine Aufgaben verhunzt so. Schon wieder fies. Schon wieder fies, ja. 7,8 übrigens als Wertung auf Board Game Geek und 2,0 Komplexität. Also ich weiß jetzt nicht, ich hab's gesagt, warum das jetzt ein Spiel ab 14 sein soll, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was es wieder ist, oder? Ist es nur Englisch? Es ist nur Englisch, ja. Und ja, aus den USA, genau. Unique Games. Ist die Korall nackt? Was nackt? Dann wird es Sinn machen, warum sie da nackt. Ach so. So, jetzt muss ich was bisschen zensieren als nächstes. London 1892 ist sehr blutrünstig und das Spiel ab 18 Jahren, also so ein auch hier so ein Krimi-Spiel sozusagen. Das heißt, in dem Fall geht es um Jack the Ripper und deswegen, wie gesagt, es ist entsprechend blutig. Ein oder mehr Spieler, das heißt, man kann natürlich auch gemeinsam puzzeln. Also es ist halt so eine Mischung aus Bild. Ja, also es ist so ein Bild, das auslegt, so ein Suchbild sozusagen und halt auch diverse Rätsel, die man entsprechend lösen muss und wo man dann so Karten wiederum anlegt und halt auch eine entsprechende Story weitererzählt wird. Du durftest das
ja schon mal ein bisschen anspielen. Ich habe sowieso ein paar wenige Sachen mal raus. Also das heißt, ich habe da jetzt nicht viel wirklich rumgepuzzelt, muss ich sagen. Ich habe es bloß mal gesehen. Also es sah ganz interessant aus. Und ja, also ist jetzt neu bei Piatnik erschienen. Und ich muss es jetzt so irgendwie, genau, weil es ist wirklich sehr blutig auf dem Cover. Und ab 18, deswegen lieber ein bisschen zensieren das Ganze. Du darfst weglegen, Kira. Unterm Tisch sehe ich nichts. Okay. Genau, und dann ein Familienspiel, Triketa von Pegasus Spiele, ab 7 Jahre, 20 bis 30 Minuten Spieldauer und 2 bis 5 Spiele. Und du hast ja schon gespielt, deswegen darfst du was dazu sagen. Also ich habe es ungefähr 29.000 Mal gespielt und gerade eben vor ein paar Minuten noch mit der Spieletastisch-Crew. Ja, also, du hast es erklärt. Ja, also es ist zu fünft ein schönes, nettes Familienspiel. Und wenn man es zu dritt spielt, kann es auch wirklich fies sein, weil man hat von jeder Sorte 10 Steine und soll dann eben die Triketta bilden. Und wenn man halt 10 durch 3 teilt, kriegt immer einer 1 zu viel und kriegt dadurch Minuspunkte. Genau, das heißt, man darf halt immer nur 3 pro Tier sammeln und alles drüber gibt Minuspunkte. Und alles drunter bringt halt nur wenig Punkte. Und deswegen muss man halt schauen, dass man möglichst immer genau die 3 hat von möglichst vielen Tieren. Und das Material ist wunderschön und es ist und überhaupt. Ich glaube, ich war Dritter von 4, also dummes Spiel. Blödes Spiel. Ich fand's super. 7,2 Wertung und 1,4 Komplexität. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal genannt gehört, was das Thema Spiel des Jahres betrifft. Mal schauen. Also ist schon von der Komplexität her schon geeignet dafür. Also so ein bisschen Push Your Luck auch dabei und Set Collection und so. Und also. Aber man kann auch strategisch vorgehen. Nehme ich jetzt die Reihe oder nehme ich sie nicht? Jetzt mache ich mal das kurz dazwischen. Das ist ja so ein bisschen ein besonderes Spiel. Eigentlich gibt es das Spiel auch schon viele, viele Jahre auf Englisch und ist eigentlich eher ein Spiel für unseren Wünschegarten, wo wir das jetzt halt auch mal auf Kundenanfrage schon mal bestellt hatten. Und jetzt haben wir es halt in dem Zuge auch aufgenommen auf spieletastisch.de. Also das heißt, ist ein kooperatives Spiel übrigens. Also das heißt, hier wird dann halt so eine Kerze entzündet, also das heißt, man muss auch schon vorsichtig sein. Es ist aber ansonsten ab 5 Jahren das Spiel. Also steht dran, immer mit einem Erwachsenen als Aufsichtsperson spielen. Mhm, ganz wichtig, genau. Und da gibt es halt Bäume und die Bäume werfen halt Schatten und ich glaube, nur solange die Zwerge versteckt sind in den Schatten, können sie auch entsprechend weiterziehen. Und das heißt, man muss halt einfach schauen, dass man hier von Schatten zu Schatten sich möglichst spielt. Also es ist einfach so ein bisschen auch Versteckspiel auf dem Brett. Ja, genau. So ein bisschen dieses Physikalische mit den Schatten halt einfach mit drin. Sehr schön. Ich glaube, es hatten wir. Ich glaube, das steht auf Boardgame Geek ab von 1985 übrigens. Also echt? Ist allerdings dort auch mit dem englischen Bild drin. Ja, und gut, es ist ja auch auf Französisch und Englisch mit dabei. Also ja, und hat, glaube ich, irgendwie sowas wie 6,9 oder sowas, habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Okay, jetzt kommt ein Spiel, wo ich gar nichts zu sagen kann. Deswegen machen wir jetzt auch erst ein Giveaway. Ja, super. Und zwar ein Trois gibt's diesmal. Ist nur ganz leicht eingedrückt. Also es hat nur eine ganz leichte Beschädigung tatsächlich. Und das geben wir raus dieses Mal. Als Frage haben wir uns natürlich überlegt. Also wir haben ja vor, auf die Berlin-Con zu gehen. Und ich versuche ja, meinen Bruder davon zu überzeugen, dass er dort als Spieletastisch-Man auftreten muss. Und dass, wenn man jetzt zu ihm Hallo sagt, dass er dann einen Gutschein vergeben darf. So für eine gewisse Zeit zumindest. Aber ich arbeite auch dran, er will doch nicht. Jetzt will ich von euch wissen, wollt ihr, dass mein Bruder auf der Berlin-Con oder vielleicht auch auf anderen Messen als Spieletastisch-Man auftritt? Und was muss ein Spieletastisch-Man überhaupt können? Was für Fähigkeiten braucht ein Spieletastisch? Was für Heldenfähigkeiten? Um Gottes Willen, das Mikrofonkästchen. Es ist dagegen. Also ich bin ganz begeistert von der Idee und jetzt will ich wissen, was haltet ihr davon? Können wir ihn da gemeinsam vielleicht davon überzeugen, als Spieletastisch-Man aufzutreten? Also ich finde es gut. Spieletastisch-Man kann natürlich uns unterstützen bei Langeweile oder bei... Ja, keine Ahnung. Bei den Aufgaben, die uns viel zu schwer sind. Ihr schreibt hin, was alles können muss. Genau. Lasst uns das einfach mal wissen. Spieletastisch-Man. Und was stellt ihr euch drunter vor? Ich bin gespannt. So, und jetzt kommt das Spiel, wo du sagst, jetzt kannst du gar nichts dazu sagen. Nein, das kam so plötzlich und war dann da. Es kam plötzlich und war da. New York Crisis plus kleine Erweiterung.
Ist ein multilinguales Spiel, ist Spanisch, Englisch und aber auch Deutsch, also das heißt auch die deutsche Anleitung mit drin. Ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, hat eine Spieldauer von 60 bis 90 Minuten. Und ändert die Erweiterung was dran? Nein, ändert nichts dran. Also letztendlich ist es wohl so, dass man hier, also es gibt unterschiedliche Szenarien, die halt auch immer wieder unterschiedliche Mechaniken ins Spiel bringen. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu den Mechaniken sagen. Aber man versucht halt, also man wird quasi irgendwie angeklagt eines Kriminalfalls, man war es gar nicht, man muss versuchen, jetzt seine Unschuld zu beweisen gemeinsam. Und da gibt es dann halt ein so ein Information Track, also das heißt einfach so, wo man halt einfach Hinweise sammelt und versucht, das aufzudecken, und zwar bevor die Polizei zu aufmerksam wird auf einen selber sozusagen. Genau, also das heißt, gibt es dann hier diese Tracks auf dem Spielplan. Das Ganze spielt in New York, und was eben heißt, es spielt wohl auch berühmte Filme nach. Also das weiß ich jetzt auch noch nicht genau, was es ist. Aber das hört sich spannend an irgendwie. Ja. Hat eine Wertung von 7,6 und Komplexität von 2,0. Mhm. Also, wer so kooperative Themen und Spiele mag und also was es jetzt für Anspielungen auf berühmte Filmtitel sein sollen, weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Da es gibt ja auch fast keine Filme, die in New York spielen. Muss man sich wahrscheinlich ja überraschen lassen. So, dann noch eine Neuheit von DLP Games, Trepanation. Ab 12 Jahren, 2 bis 5 Spieler und 50 Minuten Spieldauer. Schon gespielt? Nein, aber ich habe es mir durchgelesen und fand, das klang sehr schön. Und das Artwork hat mir auch wieder gefallen, deshalb bin ich dafür. Du bist dafür. Wir sind Quacksalber im Mittelalter und preisen unsere Waren an. Und ja, im frühen 19. Jahrhundert, also ist nicht so unbedingt Mittelalter. Nicht ganz Mittelalter, aber fast. Also das war wohl tatsächlich damals auch so, dass halt die so Medizin, also dass sich die Medizin da auch ganz stark weiterentwickelt hat und dann aber auch da die Leute ganz interessiert waren und sich wirklich Medizinshows angeschaut haben und oftmals waren die halt auch nicht so sehr seriös dann zum Teil. Aber hier ist es wohl so ein Worker-Placement-Thema. Ja, das heißt, und du auch wieder mit Zeitmanagement. Wer zuerst kommt, kriegt zwar mehr, aber hat dann durch wieder andere Nachteile. Genau, das heißt, es ist auch so ein bisschen Ärgerfaktor wahrscheinlich dadurch auch drin, denke ich mal. Also so hat sich zumindest für mich rausgesetzt, dass wenn man eben zu spät an bestimmten Orten ist oder man nicht immer alle Aktionen so durchführen kann, wie man es sich vorgestellt hat. Und man sammelt halt medizinisches Equipment und diverse Sachen und Gehilfen und muss dann halt einfach so tolle Shows ausführen, um halt möglichst der berühmteste Quacksalber zu werden. Mhm. Sehr cool. Hat noch keine Wertung übrigens. Und jetzt noch ein englisches Spiel, Hamlet, The Village Building Game oder das Dorfbauspiel. Wird ja auch auf Deutsch erscheinen, braucht allerdings gerade noch ein bisschen, ich weiß auch nicht genau, weißt du, wann es auf Deutsch kommen wird? Kein Datum bekannt im Moment. Ab 10 Jahren 1 bis 4 Spieler und 25 Minuten Spieldauer pro Spiel. Hast du das schon mal gespielt? Nee, ich habe nur gehört, dass das so cool ist, weil das so asymmetrische Blättchen hat, also ganz komische Formen, die man aneinander legen muss. Und es hat eine riesen Kirche, die man in der Mitte aufbauen muss. Und die steht dann nachher zwar überall im Weg, aber ansonsten ist es ein sehr cooles Spiel. Ja, also hat eine Wertung von 7,0 momentan und 2,92 Komplexität. Also ich hätte es etwas weniger komplex tatsächlich vermutet, aber so ist es zumindest mal angegeben. Also genau, das heißt, das Spiel geht quasi so lang, bis diese Kirche aufgebaut ist. Und sobald die Kirche aufgebaut ist, ist das Spiel auch vorbei. Und dann wird halt irgendwie geschaut, wer am meisten zu diesem ganzen Dorfthema beigetragen hat. Und ja, man sammelt halt auch Rohstoffe, um da wieder neue Gebäude hinzubauen. Und ja, genau, diese Blättchen sind wohl von den Formen ganz, ganz wild. Und Transporte muss man durchführen auch entsprechend. Ist das Worker Placement oder? Was habe ich gelesen? Ja, eher so ein Blättchen, also ja, schon, also weiß gar nicht, ob Worker Placement. Also sieht halt so, also sieht ein bisschen aus, weil da ja auch Miepel drin sind und so weiter. Aber ich glaube, dass man einfach sammelt und auch transportiert und ja, wie gesagt, einfach entsprechend weiterbaut. Ja, so ein bisschen Ressourcen sammelt, genau, sind ja auch diverse drin. Okay. Ja, sehr schön. Hamlet, Englisch. Und gleich nochmal Englisch. Das hat sich unser Spieletastischmann gewünscht. Weißt du was drüber? Ja, ich habe es tatsächlich schon mal gespielt, auch mit den Dinos damals. Es ist Holi, das Farbfest in Indien.
Und im Prinzip ist es so ein bisschen Area Control. Man bewirft sich mit Farben und versucht Mehrheiten zu kriegen. Und ja, dafür kriegt man dann immer am Ende der Runde Punkte, wenn man solche Aufträge geschafft hat. Also es ist ja Und so so, genau, so mehrstöckige. ein dreistöckiger Spielplan sieht ganz interessant aus dadurch, finde ich. Und man muss ja auch schon haben, dass man irgendwie die Ebenen Ja, du wechselt kannst von und. unten nach oben werfen und von oben nach unten und musst das halt dreidimensional dann versuchen. Für So. 2 bis 4 Spieler das Ganze ab 13 Jahren und 20 bis 40 Minuten Spieldauer. 6,8 ist die Wertung auf BoardGameGeek und 2,08 Komplexität. Und auch das nächste hast du schon gespielt, hast gesagt, du fandest es cool. Es ist von Queen Games Powerline. 1 bis 6 Spieler ab 8 Jahren und 45 Minuten Spieldauer. Also ich weiß, du baust irgendwie tatsächlich so Stromtrassen zwischen Städten und Kraftwerken. Und das Ganze läuft wohl über diese Würfel, die Genau. entsprechend von links nach rechts oder rechts nach links aufgeführt werden. Da, Aber du kannst mehr dazu ja, nee, das ist erzählen. es eigentlich. Du musst halt diese Würfel, die halt gewürfelt sind, zufällig richtig anordnen. Und entweder machst du das geschickt und kannst ihn manipulieren und kriegst dadurch wieder Sachen und kannst dann wieder was Neues machen und kriegst wieder mehr Punkte. Oder halt nicht so ein typisches Roll-and-Ride-Mechanik, dass man Kettenzüge baut und von den Kettenzügen profitiert. Zeig's mal noch da hinten Würfelauswahl. genauso. Das heißt, da sind dann immer diese Strecken und da sind halt Würfel schon abgebildet drauf, also Ja. bestimmte Würfelwerte. Und die Meeple setze ich dann dahin, wo ich die Würfel habe, und die müssen halt die Trasse bauen quasi. 6,4 ist die Wertung und 2,33 die Komplexität. Und dann eigentlich auch nur eine Erweiterung, aber eine große, dicke Erweiterung, die ist schwerer und größer und auch von den Kosten her höher als sogar das Grundspiel in dem Wow. Fall. Maglev Maps, also zu Maglev Metro, die Erweiterung bringt einfach neue Karten ins Spiel. Und ja, jede Karte spielt sich auch wieder ganz anders, halt bringt auch wieder seine neuen Regeln dazu. Und deswegen soll sich es insgesamt schon wie Maglev Metro anfühlen, aber halt doch ganz, ganz viel Abwechslung und Neues Grundspiel reinbringen. hatte New York und Berlin dabei. Jetzt haben wir London, Paris. Was haben wir noch? Mars, Mondbasis, Mechs und Monorails steht dran. Also das heißt, bringt einfach nochmal andere Züge. Es ist ja so ein Transportspiel quasi, so ein ja, Pick-up and Deliver, kann man sagen. Also. Ja, und waren diese Plättchen nicht sogar durchsichtig? Also sah mega cool aus. Tolles, wahrscheinlich hochwertiges Material und more of the same, aber im neuen Gewand. So, dann habe ich noch ein neues Marvel-Spiel, Age of Heroes, 7,0 7,0 die Wertung und 3,0 die Komplexität. 7,0 wäre etwas überkomplex. ja, was macht man? Man spielt quasi ein Duo aus X-Men. Also, das heißt, jeder steuert quasi zwei X-Men und muss halt schauen, dass man deren Fähigkeiten verbessert und sie trainiert entsprechend, um dann gegen Bösewichte zu kämpfen, wie es halt sich so gehört für Marvel-Spiele. Ist aber wohl auch so ein bisschen Worker Placement und Handmanagement-mäßig aufgebaut. Also, das heißt, man besucht halt verschiedene Gebiete, also Orte und ja, das führt einfach dazu, dass man seine Helden entsprechend verbessert und von WizKids das Ganze. Hab's noch nicht gespielt. Vielleicht ein Tune im Ah ja, Marvel-Universum. was haben wir noch? 60 bis 90 Minuten Spieldauer und 2 bis 5 Spieler ab 14 Jahren. BGG sagt aktuell für 2 Spieler wäre es am besten. Interessant. Wahrscheinlich geht es sonst zu lang. Möglich. So, und dann nochmal Queen Games am Schluss. Die Essential Edition von Marrakesch ist da, dass wir endlich auch mal Marrakesch anbieten können. Das war ja ein Drama, das herzubekommen. Und Ja. gut, viele haben natürlich auch über die Kosten etwas geschimpft. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, also die haben hier überall auch dieses Queen Games Logo drauf. Das heißt, es ist nachhaltig in Deutschland produziert und das ist halt. Wenn man darauf Wert legt, ist es natürlich auch einfach die Kosten ein ganzes Stück höher, als wenn die Sachen aus China kommen. Aber wie gesagt, wer darauf achtet, für den ist das natürlich schon ein Thema, was vielleicht ganz interessant ist dadurch. Auch als Thema hatten wir das auch bei Planet B Ja. damals.
auch das in Deutschland produziert. Und dann haben halt viele auch da etwas geschimpft über den hohen Preis, sage ich mal. Aber es ist halt einfach so rund. Aber wenn man das möchte und darauf Wert legt, dann muss man vielleicht auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Kann ich alles haben, Umweltschutz und Geld. Ja, genau. 8,2 ist übrigens die Wertung und 3,3 die Komplexität für 2 bis 4 Spiele ab 14 Jahren und 90 bis 120 Minuten Spieldauer. Und zum Spiel darfst du jetzt ein bisschen was sagen, weil ich soll auf jeden Fall Cashies sagen. Du wolltest gerade sagen, ich habe dir doch gesagt, was ich sagen sollst. Ich habe jetzt Cashies gesagt und jetzt darfst du alles andere dazu sagen. Es gibt viel zu tun in Marrakesch. Nein, ich lese es euch nicht vor. Wir spielen halt reiche Leute in Marrakesch, die versuchen, ihren Reichtum zu vermehren, Aufgaben zu erfüllen, sich auszubauen. Du kannst dir eine Engine ausbilden. Du hast ein Playerboard mit ganz vielen Bereichen, wo du deine Cashies, deine Assistenten einsetzt und dann halt Sachen ausmachst. Und es hat halt diesen Cashy-Turm, wo du die Dinger reinwirfst. Ach, mega cool. Ich zeig's mal kurz hinten. Genau, es sieht aus wie so ein Würfelturm, ja, quasi. Und man sucht sich selber die Aktion quasi aus. 3 Cashies wirft man da rein, aber es ist nicht gesagt, dass man die Cashies, die man reingeworfen hat, dann auch wieder rauskriegt. Manchmal bleiben sie liegen, manchmal schnappt sie ein anderer weg. Es ist, glaube ich, sehr beliebt tatsächlich in der Community. Brauchen wir dafür einen riesengroßen Tisch? Für das hier nicht mehr. Es ist ja die Essential Edition. Ah. Jetzt passt es auf einen normalen Tisch. Sehr gut. Cashy. Ganz wichtig. Genau, und das war es auch schon wieder. Das waren unsere Neuheiten. Mehr habe ich leider nicht. Alles leer geräumt. Schöne Spiele hattest du dabei. Schöne Spiele, genau. Naja, so ist wieder eine schöne Mischung gewesen, finde ich. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die nächsten Wochen wieder an Neuheiten bringen. Und wie gesagt, wir bereiten uns schon fleißig auf unsere Messen dieses Jahr vor. Und natürlich jetzt zunächst mal auf die BerlinCon. Und sind schon gespannt, was das alles noch so mit sich bringt. Und wie gesagt, denkt an Spieletastisch. Es ist, glaube ich, voll gut und voll wichtig. Vielleicht überlegt ihr euch auch mal, wie Spieletastisch man denn aussehen könnte. Genau, schreibt doch das auch noch mit. Also, ich werde begeistert sein und berichten, was denn der Stand zu Spieletastisch man ist. Also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich bin soweit, aber ihr noch nicht. Warum nicht? Weil wir noch nicht versteckt sind. Machen wir doch nicht. Oder machen wir zusammen Hallo? Ja? Okay. Okay. 3, 2, 1.